So, und damit haben wir gerade verloren. Dann werden wir doch jetzt einfach mal ein Kartendeck aufmachen. Oder eher gesagt, die kompletten Karten aufmachen und schauen, ob wir dadurch dann noch ein bisschen mehr gewinnen. Also ob wir dann gute Karten haben, meine ich damit. So, drei Pack Openings. Fangen wir mal an. Okay, Wrottger Handwerker. Beschwörung gibt einer Kreatur plus 1. Okay, das ist nicht schlecht. Spukender Geist. Letzter Atemzug gibt einer zufälligen Kreatur. Ui, das ist aber auch nicht schlecht. Zufällig, weil sie verbündet. Verbündet ist gut. Rihard Kampfmagier. Erhält plus 0 plus 3 Wächter, solange er einen Gegenstand. Aha. Gegenstand. Was ist ein Gegenstand? Naja. Eindringling der Anxilel. Okay. Der ist stark. Aber nichts Besonderes. Hat keine Fähigkeiten oder so. Vernichte eine verwundete gegnerische Kreatur. Jo. Auch nicht übel. Kann man auf jeden Fall mal machen, ne? Und der Straßenräuber aus Hellstrom. Naja, gut. Das ist ein ganz normaler Räuber. Und das zweite Paket öffnen wir. Mal gucken, was jetzt hier drin ist. Listige Verbündete. Eine Intelligenzkarte. Ziehe ein Feuerblitz, wenn die oberste Karte deines Decks eine Intelligenzkarte ist. Okay. Trübwasserwilder. Wenn du eine andere Geschicklichkeitskreatur beschwörst, erhält Trübwasserwilder. Ah, schön. Beschwörung. Ein junger Wolf in der anderen Reihe. Okay. Durchbrechen. Fügt dem Gegner überschüssigen Schaden zu. Das ist cool. Dann kann man auch wirklich weiterhin Schaden zufügen, wenn man schon überschüssigen Schaden gemacht hat. Also man hat drei Schaden und macht noch zwei, die gehen dann woanders hin. Und verursacht drei Schaden. Den zermalmenden Schlag, den habe ich schon. Und der tödliche Drauger, ein Untoter. Ja, für tödlich. Der macht also auch sofort tot den Gegner. Und was haben wir jetzt hier? Hier haben wir eine seltene Karte. Wenn du eine andere Kreatur beschwörst, gibst du ihr plus 0, plus 2. Das normale, hier unten sieht man das immer, Dieb plus 3. Dieb gewährt Bonuseffekt, wenn der Gegner dadurch Schaden erleidet. Ah ja, okay. Dann kriegt er also 6 und 2, wenn der Schaden erleidet. Okay. Der Gegner. Sturmangriff greift sofort an. Prophezeiung. Diese Karte wird nach dem Verlust einer Rune gezogen und kann dann kostenlos gespielt werden. Okay. Beschwörung. Fessle eine gegnerische Kreatur. Fessle. Verpasst ihren nächsten Angriff. Okay. Spinnenarbeiter kann auch durch die Prophezeiung gezogen werden oder gewährt Bonuseffekte beim Ausspielen. Ziehe eine Karte. Gut, wenn man die wirft, kriegt man eine Karte mehr. Kann aber auch nichts, ne? Vom Schaden her. Und plündern. Prophezeiung verursacht drei Schaden und erhält drei Gesundheit. Das ist ja nicht schlecht. Aber jetzt haben wir keine Pakete mehr. Jetzt müssten wir im Shop kaufen. Dafür brauchen wir 100 Gold. Und jetzt machen wir wieder eine kleine Pause und werden jetzt gleich weitermachen mit einem Versus-Kampf, wieder mit unserem Deck, diesmal aber ein bisschen verbessert. Also bis gleich. Mit unserem Deck, diesmal aber ein bisschen verbessert. Also, bis gleich. Und da bin ich auch wieder. Wir gehen in die nächste Runde, The Elder Scrolls Legends, und werden unser Deck mal gerade anpassen. Im letzten Versus-Kampf haben wir leider
geloost und haben dann drei Pakete geöffnet. Mal gucken, ob die Karten uns jetzt helfen. Wir passen also mal unser Deck an, unser Mönchdeck. Ob ein Mönchdeck jetzt so intelligent ist, das kann ich euch auch noch nicht genau sagen, aber wir versuchen das einfach mal mit dem Mönchdeck weiterhin und mal gucken, ob wir irgendwann mal damit einen besiegen. So, Willenskraftkarten. Damit gucken wir mal, was wir da jetzt gerade Neues haben. Hier, das Wolfsrudel. Ja, genau. Dann hat man auf der einen und der anderen Seite sofort einen Wolf. Das ist schon mal nett. So, was haben wir hier? Straßenräuber ist eine ganz normale Karte. Vernichte eine verwundete Kreatur. Den nehmen wir mit. Wenn du eine andere Kreatur beschwörst, erhältst du Trübwasserbilder. Okay. Und Sturmangriff. Ja, ist immer gut. Sofort angreifen. Und den Dieb, den wollen wir auch mal ausprobieren, den nehmen wir auch mit. Den Straßenräuber, das ist so eine normale Karte, aber mal gucken, ob die auch nicht schlecht ist, nehmen wir sie also auch mal mit. Und hier haben wir noch den Eindringling, der Anxilel. Und der hat 5 Angriff und 3 Schild. So, die Prophezeiung verursacht 3 Schaden und erhalte 3 Gesundheit. Das ist auch nett, die packen wir auch mit rein. So, jetzt haben wir 63 Karten, bis 70 dürfen wir haben. Und ihr seht schon, 49 Kreaturen, 11 Aktionen, 1 Gegenstand und 2 Unterstützungen. Das kann man natürlich verbessern, man kann hier immer mal eine rausnehmen. Zum Beispiel hier den Eindringling, den brauchen wir nicht unbedingt 3-mal. Oder hier den zermalmenden Schlag, doch, den kann man gut 3-mal gebrauchen, immer Schaden austeilen sofort. Und den Gildenrekrut, ja, der ist so wenig, der kostet so wenig, den kann man natürlich als tödlichen 3-mal mitnehmen. Aber es waren noch 2 neutrale Karten neu. Beschwörung, ziehe eine Karten und durchbrechen. Die beiden nehmen wir auch mal mit. 64 Karten haben wir nun im Deck. Mal gucken, wie der Kampf dann so wird. Oh, jetzt haben wir auch Intelligenz. Aber da haben wir erst 2 Karten. Damit können wir noch nicht so viel drehen. Ich wollte ja ein Intelligenzdeck machen, aber mit 2 Karten ist das halt schwierig. Was wäre unser Ziel? Ein Geschicklichkeit-Intelligenzdeck zu machen. Wir machen noch mal eins. So, jetzt weiß er, das ist dann ein Assassine. Und wir haben nicht genug Karten, um diese Attribute fertigzustellen. Wir brauchen also noch viele, viele Intelligenzkarten jetzt. Sonst können wir dieses Deck nicht bauen. Also lassen wir das mal. Das Deck wurde gespeichert. Beachte bitte, dass es derzeit ungültig ist, da es aus weniger als 50 Karten besteht. Oh, und jetzt sehen wir auch hier, ist ein ungültiges Deck mit einem gelben Zeichen dran. Sehr schön. Jetzt gehen wir in den Versuskampf. Also, mal gucken, ob wir unsere Quest schaffen. Wir müssen einen Versuskampf schaffen und 3 Geschicklichkeitskämpfe. Und dafür nehmen wir den Mönch wieder. Es ist ein Alpha-Playtest, steht unten drunter. Aber ich gehe mal davon aus, so wie ich das gelesen habe, behalten wir unsere Karten. Also wir behalten das Ganze. Es wird nicht zurückgesetzt. Bedeutet, was ich jetzt hier tue, ist schon mal alles Vorbereitung auf die normale Open Beta, auf die richtige Version. Und wir kämpfen gegen Boise. Boise. Boise? Ach, keine Ahnung. Komischer Name. Boise. Irgendwie so. Ich fange an. Ja, 2, 2 und 6. Die nehmen wir mal mit, die 6er. Die Hand behalten wir mal. Die hier können wir relativ früh legen, die beiden. Und mal gucken, was wir dann mit den anderen machen. Am besten legt man die natürlich erstmal immer hier auf die Schattenseite, damit die nicht irgendwie gekillt werden sofort. Was macht der? Er hält 5 Gesundheit. Jetzt hat er schon 35 Leben. Einfach mal so zum Start. Oh mein Gott. So, solange ich die meisten Kreaturen hier in der Reihe habe, ne, ist der stärker.
Und im nächsten Zug kann ich noch den hier legen, dann habe ich auch wieder hier die meisten Kreaturen, wenn er jetzt nicht zwei Stück hier unbedingt hinlegt. Ne? Das ist natürlich dann das Problem. Okay, bis jetzt hat er kein Mana mehr. Ach, er macht es aber. Er macht es aber. So, was ist Entzug? Verursacht diese Karte in deinem Zug Schaden, erhältst du ebenso viel Gesundheit. Pfff, eine Gesundheitskarte. So, jo. Damit kann ich den töten, damit kann ich ihn töten, ja. Fordert diesen hier nicht heraus. Ihr werdet verlieren. So, wenigstens mal einen Schaden ausgeteilt. Ja, der stirbt jetzt nicht, wenn er dem hier Schaden macht. Das ist jetzt schon eine schwierige Angelegenheit. Jetzt nimmt er sich natürlich noch einen Schluck Mana. Drei Schlücke kann man sich nehmen. Oh oh. Was ist das? Verbündete Kreaturen erhalten plus 1. Das ist dauerhaft. Alles, was er jetzt legt, ist stärker. Und da haben wir eine Prophezeiung. Ziehe eine Karte. Und jetzt haben wir hier mehr. Darum sind wir jetzt auch wieder stärker auf der Seite. Aber wir können sie immer noch nicht töten. Das gibt's doch nicht. Damit vernichten wir jetzt eine gegnerische Unterstützungskarte. Das ist doch schon mal sehr gut. Und schon sind sie killbar. Überhaupt kein Problem. Beide tot. Sehr, sehr gut. So mag ich das. Der hat schon 36 Leben. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich aber langsam mal Damage austeilen. Als nächstes Sturmangriff. Genau, dann kriegt er sofort einen drauf. Der hier vernichtet eine verwundete Kreatur. Bringt mir nichts. Gerade. Ja, der Klippenläufer sieht gut aus im nächsten Zug. Und dann lege ich den hier, damit er nicht sofort gekillt wird und ich den dann umbringen kann gleich. Da fesselt er einfach mal eine Kreatur hier mit dem Pfeil im Knie. Gibt's ja gar nicht. So, da hat mein Klippenläufer doch schön sofort Damage gemacht. 32 zu 25 sieht trotzdem noch nicht so gut aus. Der kann gleich angreifen, der auch. Der tötet den. Okay, sieht eigentlich ganz gut aus im Moment. Na? Er legt einen Wächter. Das heißt, ich muss erstmal ihn hier erledigen. War ja fast klar. Tjo, das hat jetzt nichts geholfen. Dieb. Dieb wäre gewesen, gewährt Bonuseffekt, wenn der Gegner dadurch Schaden erleidet. Hä? Okay, ich habe Schaden erleidet, aber ich glaube, der meint den hier. So, jetzt haben wir ganz viel. Beschwörung, wenn du mehr Gesundheit als dein Gegner hast, habe ich nicht. Beschwörung, ziehe 3 Zwergenspinnen mit Wächter. Verbündete, wie immer, erhalten plus 3. Dann nehmen wir den mal. So, was haben wir jetzt hier? Zwergenspinnenwächter kostet, müssten als erstes beseitigt werden, gewährt Bonuseffekt. Ja, spielen wir den mal aus. So, das hat doch gut geklappt. Ziehe eine Zwergenspinne mit Wächter. Verbündete Dwemer erhalten plus 3. Ach, ich habe keine anderen Dwemer dabei. Jetzt sollte ich noch ein paar Dwemer legen. Daedra, Khajiit, Aktion, Agonia, Aktion. Ja, okay. Boah, was hat er jetzt gemacht? Durchdringender Speer. Nicht nett, nicht nett. So, und jetzt hat er gerade auch seinen Dieb verstärkt. Und schon wieder so eine Heilkarte hingelegt. Das gibt's doch nicht. Alle kehren zum Schlamm zurück.
So, 22 zu 23. Langsam ist es wieder ausgeglichen. Und ich habe eine fette Karte gleich zum Schaden machen. 5, 9, 12 Schaden, wenn er nichts gegen ausrichtet. Und gewährt Bonuseffekt beim Ausspielen. Nehmt das nicht persönlich. 22 zu 3. Erhalte 5 Gesundheit. Was hat er denn da alles für Gesundheitskarten? Ey, der hat ja viel zu viele Heilkarten. So. Und jetzt könnte der hier mir alle töten, theoretisch. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Was machen wir jetzt? Wir können ihn hier vernichtet eine verwundete Kreatur. Na, wir machen jetzt erstmal gar nichts. Und dann muss er hier am Wächter vorbei. Oder verwunden wir ihn? Ja, wir verwunden ihn. So, jetzt wo er verwundet ist, können wir ihn hier gleich Todesstoß mit versetzen. Und dann legen wir noch hier ihn hier. Ja, gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das so läuft. Er hier ist ein Wächter, das heißt, da machen wir wieder ein Schild mit. Mal Diese gucken, hier bietet etwas wie das klappen Leckeres. wird. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, wir haben gute Voraussetzungen im Moment. Was kann die? Gibt einer Kreatur tödlich. Wem gibt er denn jetzt tödlich? Bestimmt dem hier oder dem hier. Dann ist doch alles bald tot. Hä? Mir? Ist der bescheuert? Das war ein Fehler. Ja. Das war ausgezeichnet. Das Das war Ding persönlich. ausgezeichnet, sage ich. Ja, das war es wohl auch. Total geil. Zeigt mir eure Wunden. Fordert diesen hier nicht heraus. Ihr werdet verlieren. Worte und Bahre. zu 21. Endlich ausgeglichen. Jo, und jetzt habe ich 5, 9, 10, 13, 15, 18, 21 Schaden hier drauf. Also wenn er jetzt nichts ausrichtet, ist er gleich tot. Was ich hiermit Ihr machen muss, seid der Sieger. ja, würde ich auch mal so sagen. Jawoll! Und damit haben wir unseren ersten Versus-Kampf geschafft. Das war doch mal nicht übel. Theoretisch müssten wir jetzt auch eine Quest abgeschlossen haben. Ja, sieht gut aus. Hier scheint es Gold und irgendwas zu geben. Und jawohl, hier haben wir es. 40 Gold, beweist eure Macht. Haha. Oh, und das Ritual leuchtet schon. Sehr cool, die Sterne fangen an zu leuchten hier bei mir. Und weil wir die Quest geschafft haben, kriegen wir jetzt das Geld. Tada, da sind die 40 Gold. Jo, hier können wir jetzt erstmal nichts Genaueres sehen. Ist nicht so schlimm. Wir versuchen weiter mit der Geschicklichkeit voranzugehen. Und daher greifen wir nochmal einen im Versus-Kampf an. Im Ranglistenspiel, wir möchten ja einen Rang auf jeden Fall hinbekommen. Also, noch ein zweites Spiel. Mal gucken, wie das jetzt läuft mit dem gleichen Deck. Drei müssen wir schaffen, damit wir die Questbelohnung kriegen. Und gleich steigen wir auch zu Level 6 auf. Also, wenn wir dann gewinnen, natürlich. Das ist halt immer die Vorgabe. Und Sloopy Noodles werden wir jetzt bekämpfen. Auch ein blöder Name, aber gut. Vielleicht ist er trotzdem stärker als es. Oh, der hat auf jeden Fall schon einen anderen Titel. Irgendwas mit Cyrodiil. Das hört sich nicht gut an. Der scheint schon viel gespielt zu haben. Vernichtet eine Kreatur. Den packen wir weg. Weil der kostet 5. Oh, der kostet 6. Der war jetzt auch nicht besser. Aber durch Prophezeiung kann ich den kostenlos kriegen. Mal gucken. Jetzt wird spannend. Mein Zug.
Ich habe keine Einserkarte, aber eine Zweierkarte. Die Macht des Hist durchdringt mich. Und damit können wir mit viel Glück jetzt schon im nächsten Zug 3 Schaden austeilen. Wie hässlich der ist, ne? Fangen wir also an. Ausblenden und entsperren, was das bedeutet, weiß ich nicht genau. Gut, weiter geht's. Halb verhungert. Oh, der ist auch fies. Was hat sie hier? Spielst du eine Aktion, erhält Kristallturm Handwerkerin plus... Oh, okay. Ihr werdet mich nicht einmal kommen sehen. So, der Schlachterfisch erhält zu Beginn deines Zuges plus 2. Kriegt er das jedes Mal? Das wäre ja geil. Was hat er jetzt? Ziehe einen Feuerblitz, wenn die oberste Karte eine Intelligenzkarte ist. Okay. Ich bin dabei. Den Tödlichen legen wir darüber, damit er schnell stirbt und den Halbverhungerten auch. Na, dann können die beiden die da killen. Na, greifen wir jetzt mal an, ne? Ihr werdet mich nicht einmal kommen sehen. 21 zu 28. Ah, wir haben keinen Mana mehr, sonst hätte ich den jetzt als nächstes gelegt. Oh, da kommen schon die fiesen Sachen. Jetzt hier ein Feuerblitz. Damit haben wir meinen Schlachterfisch leider nicht mehr. Ach, der wäre so schön gewesen, weiter zu benutzen. Die hier muss ich jetzt killen mit dem und die mit dem oder andersrum. Mir ist es egal. Auf jeden Fall töten wir die beiden jetzt. Das ist jetzt notwendig. Was mir gerade auffällt, ist, dass wir gar keine Zauber haben. Also keine Heldenfähigkeiten oder sowas wie in dem anderen Game. Oh oh, schon wieder kriegt er einen Feuerblitz. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Was kostet so ein Feuerblitz? Ein Mana, okay. Den kann er jetzt nicht ausspielen. Ja, so, damit hat er schon mal einmal von selbst erledigt, was ich vorhatte. Naja, und was war das denn jetzt bitte? Grausam. Opfere eine Kreatur, um einen zufälligen Gegner 5 Schaden auszuführen. Okay, klar. Vernichte eine Kreatur. Geil. Das war eine sehr schöne Prophezeiung, muss ich sagen. Der Wald ist meine Kraft, mein Mut. So, und 17 zu 24. Und ich habe noch immer 7 Schaden auf dem Brett liegen. Im Moment... Ach, jetzt kommt schon wieder da diese blöde Feuerball. Naja gut, vielleicht kriege ich damit 4 Mana nichts mehr Gutes gelegt jetzt. Auf jeden Fall am besten hier auf die Wächterseite. Genau, da musste er erstmal an den Wächter vorbei. Und danach kommt Prophezeiung, Beschwörung. Gib einer Kreatur plus 2 und Wächter. Na gut, die hat ja schon Wächter. Das gibt's doch nicht. Der opfert hier seine ganzen Karten für diese Feuerblüten. Das gibt's doch nicht. Ja, also legen wir erstmal den hier, ne? Füge deinem Gegner 3 Schaden zu und erhalte 3 Gesundheit. Mit unserem Dienst ehren wir Kühne! Ich bin so blöd. Ich danke euch. Nicht mein bester Zug. Ja, jetzt haben wir den ganz schön verstärkt und zum Wächter gemacht. Das war natürlich absoluter Quatsch. Die +2/+2 hatte ich vergessen. Tja, dann töten wir ihn gleich einfach hier mit Diebstahl. Und fertig. Was hat er jetzt schon wieder gemacht? Aha, da war keine Intelligenzkarte oben. Und jetzt kommen hier Schutzzauber und alles Mögliche. Jo, jetzt haben wir neue Karten. Hey, danke für dein Follow. Sehr nett von dir. So, jetzt gucken wir mal, was machen wir denn hier?
Gildenrekrut. Was ist das für ein Schleier hier? Schutzzauber. Verhindert den ersten Schaden, den diese Karte erleiden würde. Okay. Den wollen wir. Jetzt machen wir erstmal hier den Diebstahl. So, und jetzt tödlich, damit ich den hier wegkriege. Ich bin dabei. Die hier lasse ich jetzt noch ein bisschen leben. 14 zu 23, naja. Ja, jetzt hat er mehr Schaden auf dem Brett. Also mit der Tödlichkeiten kriege ich jetzt entweder einen von denen tot, wenn er nicht schon wieder einen Feuerblitz hat. Der hat ja ein Intelligenzdeck. Das habe ich ja noch gar nicht. Soweit habe ich ja noch gar nicht gespielt. Ich habe erst zwei Intelligenzkarten. Ja, es war klar, dass er den Tödlich jetzt wieder wegblitzt. Boah, dafür benutzt er 4 Mana. Heftig, okay. So, und den von mir verstärkten Wächter, der lebt jetzt auch noch. Der hätte eigentlich schon tot sein können. Das war ich selbst schuld. Oh, 2 Schlachterfische. Fies. So, was legen wir? Durchbrechen. Damit können wir ein bisschen was hier auf der Reihe erledigen. Ja, der ist jetzt erstmal wichtiger. Na, mal gucken, ob das was wird. Wüstenräuber, die tun auch nicht viel, aber die legen wir demnächst auch noch schön zusammen hin. Aber im Moment sieht das schlecht aus für mich, ne? 4, 6, 9, 12, 15 Schaden hat er da liegen. Alter Schwede. Wenn er jetzt noch einen Zauber hat, bin ich tot. Das geht manchmal aber auch richtig schnell, dass man die Karten auf dem Brett liegen hat. Was war das jetzt schon wieder? Zieht eine zufällige Karte aus deinem Deck, die 0 kostet. Der hat jetzt aus meinem Deck eine Karte gezogen. Es gibt Sachen, die gibt's gar nicht. Nicht überlisten die so. Nicht. Boah. Jetzt kommen hier aber die richtigen Effekte raus. Da war das, was ich meine. Opfere Kreatur, um 5 Schaden auszuteilen. So, da kommen noch 7, hier kommen noch 4 und das war's für mich. Och, nö. Der war einfach schon viel zu weit in dem Spiel. Verlieren wir den Stern? Nein, wir bleiben auf dem Rang wenigstens. Und wir haben eine Stufe gemacht. Jetzt gucken wir mal. Hochelfenbonus, okay. Den Gildenrekruten können wir jetzt verbessern. Entweder Beschwörung. Ziehe eine Karte. Wenn sie 7 oder mehr kostet, senkt ihre Kosten um 2, oder? Tödlich, Wächter und Prophezeiung. Ja, die ist mir lieber. Das da ist zu viel Glückssache. Das hier kann man planen. Vom Gildenrekruten zum Rekrut der Kriegergilde. Aha, sehr gut. Hochelfenbonus, was gibt's denn hier? Somerset Schildmagierin. Andere verbündete Kreaturen in einer Reihe erhalten plus 0 plus 1. Okay. Und ein neues Deck. Dumerischer Rächer. Sehr cool. Jetzt haben wir hier also ein neues Deck offen. Und da sind Intelligenzkarten drin. Dann gucken wir doch mal, ob wir unser eigenes Deck hier jetzt mit den Intelligenzkarten hier raus ausspielen können. Obwohl, das ist ja eigentlich das, was ich brauche, ne?